Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Sommer. Fuck yeah, ich kann singen. Nein, eigentlich ja nicht. Also kommen wir doch gleich zu unserem ersten Patienten. Sie heißt Roxana, ist 14 und hat offensichtlich ein Problem mit ihrer homosexuellen Neigung. Letztes Wochenende. Das ist nicht gespielt, ganz ehrlich. Ich weiß schon, wie die Frage ist. Letztes Wochenende. Okay, jetzt komm. Hey, Alter, das geht mal gar nicht klar. Okay, warte. Letztes Wochenende hat eine Freundin bei mir übernachtet. Als wir uns spätabends noch einen Liebesfilm im TV ansahen, merkte ich, wie meine Scheide feucht wurde. Ich weiß nicht mehr, wie es genau passierte, aber nach einer Weile streichelten wir uns. Meine Freundin steckte ihren Finger in meine Muschi. Es ist gar nicht witzig. Meine Fresse. Das Schlimmste daran war, ich fand das alles auch noch sehr schön. Meine Frage an euch, bin ich lesbisch? Denn eigentlich ist es übertrieben zu sagen, Frauen wären lesbisch. Ich meinte eigentlich eher, Frauen sind mehr oder weniger bisexuell. Nein, nur ein Mädchen. Theorie, bestätigt. Bam. Aber ich muss schon sagen, die Vorstellung ist sehr interessant, denn da kam deine Freundin deinem Rock mir sehr nah. Oh nee. Doch befriedigen wir nun lieber unseren nächsten Kandidaten. Er heißt Frank, ist ebenfalls 14 und beschäftigt sich wohl im Moment mit Stochastik. Hallo, ich habe mich auf den ersten Blick in unsere neue Englischlehrerin verknallt. Habe ich eine Chance bei ihr? Warte, lass mich kurz überlegen. Nein. Aber warum verknallst du dich auch in eine Englischlehrerin? Ich meine, Französischlehrerin wäre doch viel cooler gewesen. Und mal ehrlich, im Mündlichen sollen die absolut genial sein. Magda 13 und Felix 15. Wir haben im Schlafzimmer unserer Eltern einen Karton voller Sexsachen gefunden. Videos und Zeitschriften mit nackten Leuten, verschiedene Kondome, eine Gleitcreme und sogar ein Penis aus Plastik waren in der Schachtel. Was machen sie damit und was sollen wir jetzt tun? Tja, ich kann's euch sagen, aber es wird euch nicht gefallen. Eure Eltern haben damit wilden, hemmungslosen Sex. Ist das nicht eine schöne Vorstellung, wie die Mama dem Papa einen Mann. Oh, ihr werdet eure Eltern die längste Zeit nicht mehr normal angucken können. Das tut mir so, so leid. Success! Aber nein, liebe Kinder, das war doch nur Spaß. Eigentlich waren das die Geburtstagsgeschenke für euch. Probiert sie doch gleich aneinander aus. Ihr werdet sehen, wie viel Spaß das macht. Aber mal ernsthaft, überlegt mal, ihr schaut bei euren Eltern ins Schlafzimmer und da liegen lauter Sexspielzeuge. Ist das nicht keine Vorstellung? Doch penetrieren wir doch lieber unseren nächsten Patienten. Er heißt Niklas, ist auch 14 und hat sich wohl offensichtlich sein eigenes Keuschheitsgelübde auferlegt. Wenn mein Penis steif ist und ich mir bei der Selbstbefriedigung meine Vorhaut zurückschieben möchte, dann schmerzt das höllisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Bitte helft mir. Okay, warte, ich regle das kurz für dich. Herr Doktor, hier auf Gang 4 eine Beschneidung bitte, aber bringt noch einen Rabbi mit, der Kerl ist noch nicht bekehrt worden. Obwohl, eigentlich könnte ich das doch noch mal selber machen. Was? Es gibt für alles ein erstes Mal. Nee, aber mal ernsthaft, Kollege. Hättest du wahrscheinlich öfters selbst Hand angelegt, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Irene 15 fragt, ich bin zwar selbst nicht lesbisch, doch möchte ich wissen, wie lesbische Mädchen miteinander Sex haben. Irgendwie kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Könnt ihr mir das vielleicht erklären? Naja, weißt du, Irene, das ist eigentlich total einfach. Sie machen einen gemütlichen TV-Abend, streicheln sich irgendwann und stecken sich anschließend gegenseitig die Finger in die Mumu. So einfach. Okay, kümmern wir uns um unser nächstes Küken. Sie heißt Helene und hat ihren Vater ganz doll lieb. Oh Gott, der wird böse. Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Wenn Mama Spätschicht hat, legt sich Papa zu mir ins Bett. Er berührt mich überall und will, dass ich seinen Penis anfasse. Alter! Das ist so... Was, unsere Zeit ist vorbei. Ist jetzt aber gerade schlecht. Denn ich sollte hier noch... Naja, gut, okay, Leute, dann verschieben wir das auf die nächste Folge. Über kreative und lustige Reaktionen freue ich mich natürlich immer unten in den Kommentaren. Und wenn du Bock hast, dann kannst du dir jetzt den I'm Alive-Button auf deinen Avatar stöpseln. Auf Facebook, auf Twitter, egal wo. Und zeigst damit, dass du zu dieser saucoolen Community gehörst.
zu uns. Oder du teilst dieses Video einfach mit deinen Freunden. Damit würdest du mich wahnsinnig unterstützen und ich wäre dir wirklich sehr dankbar. Also dann, Leute, wir sehen uns allerspätestens nächsten Samstag wieder mit einer neuen Folge von Dr. Sommer. Und jetzt gibt's hier noch im Anschluss von euch ein paar lustige Kommentare aus der letzten Folge. Also dann, ciao! Bevor du jetzt ausschaltest, wollte ich dir nur kurz sagen, genau hier, wo du mich jetzt siehst, könnte schon im nächsten Video dein Video zu sehen sein. Schnapp dir einfach deine Kamera, stell dich davor und erzähl in ein paar Sätzen, was du schon immer mal loswerden wolltest. Lade es hoch und sende mir dann den Download-Link oder YouTube-Link an die jetzt hier eingeblendete E-Mail-Adresse. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufnehmen und bis dann. Ciao.